So, wir haben zwar Gegenlicht jetzt gerade, aber der Andreas packt hier ein unheimlich schön verpacktes Büroartikelpaket aus. Weil er wollte unbedingt von Ikea ein kleines Bürostühlchen haben mit I Love You drauf. Diese Schränke sind ganz neu produziert worden. Und ja, auf jeden Fall kriegt der Andreas heute ein Geschenk. Jetzt fragt man sich, warum kriegt der Andreas heute ein Geschenk? Er hat keinen Geburtstag, er hat keinen Namenstag. Ich bin nicht mal gekämmt. Er ist nicht mal gekämmt, aber er kriegt trotzdem ein Geschenk. Ja. Ja, eigentlich hat Jenny gerade Mittagspause. Ja. Ich habe ihr was zu essen schon mal vorbereitet. Genau, die Pizza ist im Ofen. Und kommt sie mit dem Kartönchen nach oben gerannt. Ja. Dabei habe ich ihr gesagt, sie soll mir nichts kaufen. Ja, und ich denn ich sie hatte... hat mir ja zu Weihnachten viel gekauft, zum Geburtstag viel gekauft, aber... Ja, weil ich bin ja eine glückliche Freundin, die glücklich ist, ihren Freund zu haben. Und deswegen dachte ich, muss ich ihm doch mal als Dankeschön eine kleine Freude machen. Klein, ja. Und ja, jedenfalls packt er jetzt aus. Und ich gucke ein bisschen grimmig, weil ich sauer darüber bin, dass Jenny immer Geld für mich ausgibt. Das macht nichts. Er wird gleich meinen Hintern versohlen, was er gerne macht. Weil ich mir natürlich schon in gewisser Weise denken kann, ne? Was eigentlich nicht sein sollte. No. Ja. Ja, also er packt jetzt aus und ist freudig darüber, anstatt mich mit mir zu schimpfen. Vielleicht filme ich auch, wie ich Jenny in den Hintern verhauen. So, also schön verpackt das Ganze. Ja, unheimlich toll mit meiner Arbeitskollegin, gerade mit Büroartikelbedarf. Ich erblicke einen Schriftzug, der sagt PS4, aber ich habe gar keine PS4. Aber ich, er spielt ja immer bei mir. Wow, wow, wow. Ihr könnt es schon sehen. Ich sehe es natürlich schon. Mega. Leute, mega. Leute. Mega. Guck mal, da ist sogar eine Krawatte Scheiße. Bei. Und die Krawatte, deswegen habe ich das extra gekauft, weil wir haben nämlich bald eine Hochzeit. Also meine Schwester heiratet kirchlich. Da kann er die nehmen. Scheiße. Nein, die nehme ich doch nicht. Na, wer weiß. Ja. Leute, der Hitman. Der Hitman. Sexy Ente. Ja, das ist doch mein Andreas. Der muss doch eine Figur von seinem Ebenbild haben. Also die Figur sieht auch wirklich geil aus. Ja, die sieht mega aus. Ich finde die ja auch selber schön. Also richtig stylisch und so. Da habe ich auch gesagt, Wahnsinn. Aber die kostete auch einiges. Ja, die kostete einiges. Aber naja, was tut man nicht für seinen Schatz? Und hier ist, glaube ich, auch bloß der Key oder so bei fürs Spiel. Ne? Also, ja, das ist ein Download-Code. Aber ist ja egal. Dafür hat man ja andere schöne Gimmicks da drin. Das ist dann okay. Ja, wollte ich das jetzt wirklich aufmachen? Ja, weil wir können auch sonst die Kamera dabei ausmachen. Machen wir jetzt die Kamera aus. Ich befasse mich mal damit. Guck mir das mal hübsch an. Ihr werdet das bestimmt auf seinem Kanal oder irgendwo dann auch noch sehen, wie das ausgepackt ist. Und jetzt kriegt Jenny erstmal einen drauf. Genau, ich kriege jetzt schön Popo haue. Hallo, seid gegrüßt. Ja, ihr habt es eben gesehen. Meine Verrückte hat mir tatsächlich diese coole Hitman-Statue geschenkt. Einfach so, heute kam sie damit an und überraschte mich. Hab keinen Geburtstag, ist kein Weihnachten, nichts. Einfach so. So eine Freundin muss man haben, ne? Ja. Ja, jedenfalls, ich bin da natürlich echt begeistert auch. Wenn ich nicht ganz so erfreut darüber bin, dass sie so viel Geld dafür ausgibt, also für mich ausgibt, denn das Teil ist ja nicht gerade billig, liegt im Moment so bei 100, 110 Euro, glaube ich. Und das ist nicht ohne für eine Hitman-Statue dem Spiel, wobei das Spiel ja nicht mal komplett dabei ist. Da finde ich die Veröffentlichungspolitik auch ein bisschen, ja, also mies, muss ich sagen. Bin ich ein bisschen enttäuscht, dass man das so rausgehauen hat. Man hat hier einfach eben nur diesen Download-Code und bekommt nicht mal das komplette Spiel, sondern nur zwei Trainingsmissionen und ich glaube den ersten Kapitel. Ich weiß noch nicht mal, ob der jetzt dabei ist. Der erste Kapitel, also weil es wird Monat für Monat nachgereicht. Ich glaube, insgesamt sollen es 6 Kapitel oder so sein. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und dann soll das komplette Spiel, das eigentliche Spiel, erst 2017 auf, also im Handel erscheinen, dass man das dann auch käuflich erwerben kann. Hier hat man jetzt nur den Code. Schade finde ich eben, dass man dann dadurch nicht die Möglichkeit hat, auch noch das Spiel im Laden zu bekommen. Denn hier drauf ist, im Gegensatz zum Vorgänger Hitman Absolution, was mir richtig gut gefallen hatte, ist auch dieses Spiel nicht in Deutsch übersetzt, sondern nur Untertitel. Ich gehe mal davon aus, dass dann später die deutsche Version auch wieder übersetzt wird. Hoffe ich doch.
Das heißt aber dann eben auch, dass ich sie mir dann nochmal zulegen werde. Hier jedenfalls nur der Download-Code drin, noch ein paar Extras und so. Und naja, schön wäre es jedenfalls, wenn man für so einen Code dann auch das komplette Spiel später nochmal im Laden vielleicht zu einem speziellen Preis oder so bekäme. Aber ich glaube, dem ist dann nicht so. Und von daher lohnt sich dieses nette Teil in erster Linie für jene, die diese coole Statur haben möchten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt einfach mal aus. Ich habe natürlich schon mal einen Blick reingeworfen. Ich zeige euch kurz mal den Karton von Nahen. Symbol, einfach rot, Symbol, Seite, Hitman. Ich wechsle natürlich nachher nochmal die Kamerapositionen. Dann seht ihr das nochmal alles im Detail. Also die Figur und so. So schaut es von hinten aus, was darin enthalten ist. Ein 60-seitiges Artbook, die Hitman-Statue, der Spielcode, eine Krawatte, eine Krawattennadel. Ja, muss nachher mal gucken oder übermorgen, wie ich das Teil nach Hause bekomme, denn das ist ja nicht gerade klein. Jo, so der Karton. Und machen wir auf. Ja. Das ist blöd, ihr seht jetzt nicht so viel, ne? Ich versuche das mal, dass ich das so ein bisschen kippe. So schaut es also erstmal aus. Wir haben hier oben die Krawatte, dann hier die Kärtchen mit den ganzen Codes und das Artbook. Machen wir raus. Kärtchen, die Codes zeige ich euch natürlich nicht. Wobei, ihr seht es schon im Hintergrund, Spiel ist schon installiert. Ich glaube, das hat knapp 3 Stunden gedauert, bis es endlich da war. Ich konnte nur gestern 5 Minuten mal einen Blick reinwerfen. Ich werde mich aber gleich hinsetzen und genauer schauen. Ja, das tue ich mal besser in Sicherheit. So, weiter geht's. Krawatte. Eine rote Krawatte. Ich packe sie tatsächlich mal aus. Ich hatte Jenny gestern gesagt, nein, möchte ich noch nicht auspacken. Das mache ich dann vor der Kamera. Also schauen wir mal kurz. Aufgerissen. So. Einfacher Stoff hier. Und von innen haben wir dann noch so dieses kleine Futter hier mit diesem schwarzen gepunkteten Muster. Handmade das Ganze. Die Nähte, ja, die sind wirklich sehr einfach gehalten. Man sieht es hier, wenn man zieht. Also das hätte man ein bisschen schöner machen können. Von innen nochmal dann hier Hitman. Geschrieben, sieht auch ganz fesch aus. Aber wie gesagt, recht simpel gehalten. Die Krawatte, die ist jetzt nicht unbedingt sonderlich hochwertig. Aber trotzdem natürlich eine coole Sache, dass sie überhaupt dabei ist. So, dann hier oben die Krawattennadel. Na, komm raus. Kommt nicht raus. Die, ja, ist natürlich auch einfach gehandhabt, einfaches Metall, also kein Silber oder dergleichen. Und sieht aber trotzdem richtig cool aus. Und ich denke, die werde ich tatsächlich auch mal verwenden. Mal gucken. Ich hoffe, man kann das soweit alles erkennen. Sehr nice. Die ist nur wirklich extrem straff. Also da muss man aufpassen, weil auch die Kanten ein bisschen scharf sind, dass man sich die Krawatten, dass man sich die teure Krawatte, wenn man sie denn bei einer teuren Krawatte verwendet, nicht kaputt macht. So, dann das Booklet. Dieses ist auch sehr schlicht gehalten. Ich hatte gehofft, dass da mehr Zeichnungen drin sind, aber dem ist leider nicht so. Es sind hauptsächlich Ingame-Bilder. Also quasi aus der ersten Mission, der ersten Trainingsmission. So fängt das Ganze an in dieser Schneelandschaft. Da landet man hier auf der Plattform mit einem Hubschrauber. Auch nochmal die Plattform. Also schaut schon cool aus. Geht dann hier durch. Dann läuft man hier den Tunnel entlang. Und kommt in so ein Trainingslager, wo so eine Art Holzschiff zum Trainieren nachgebaut worden. So, und hier ist dann auch schon dieses Schiff, was man nachgebaut hat, auf welchem man halt eine Mission starten darf. Ein Training. Oh. Bis da war ich dann auch auf dem Schiff und weiter noch nicht. Von daher, das hier folgt dann wohl alles danach. Kleidung, die man natürlich wechseln kann. Hm.
auf dem Buch sonst selber oder auf dem Artbook sonst selber nicht viel drauf. Und von daher geht's weiter. In diesem netten Plastikteil befanden sich die Teile. Und im Karton ist nun noch ein Karton. Den kann ich aber so aufmachen. Und da haben wir dieses große Styroporteil. Lass ich jetzt mal rausholen. Boah, das hatte sich jetzt richtig fest gesaugt hier. Ich stelle den Karton mal runter. Ach, Jenny wird sich nachher freuen, wenn hier überall Styroporkrümel liegen. So, das Ganze nochmal verklebt. Also wirklich gut verpackt. Sehr sicher, da kann eigentlich nichts dran passieren. Und, na, wie rum? Bin ich richtig rum? Oh ja. Da haben wir den coolen. So steckt der da drin. Ausgeholt. Ja, schön vorsichtig. Der nicht geil aus. Ja, da haben wir das gute Stück auch schon. Unten einfach Plastik hier. Das ist sehr simpel gemacht. Wirkt eigentlich von allem hier mit am billigsten, muss man sagen. Auch hier eben einfach nur eine aufgeklebte Folie, die sich an den Rändern auch leicht wellt immer. Ich bin sie immer wieder ein bisschen am Nachdrücken, damit sie wieder klebt. Aber man sieht es vielleicht hier auch, sie hebt sich immer wieder ein bisschen. Das ist nicht so schön. Sonst von Weitem macht es auf jeden Fall einen super Eindruck. Auch hier dieses Lackierte und auch die schönen Lackschuhe darauf. So sieht das alles richtig cool aus. Nur wenn man jetzt etwas näher rangeht und sich das Ganze etwas genauer anschaut, dann erkennt man schon, dass nicht alles sauber ist. Wie hier. Da sieht man diesen fetten Tropfen, der da an der Schulter runter kullert. Das ist natürlich nicht so schön. Oder hinten auch, auf dem Rücken. Da sieht man hier diese Wellen. Also da hat man nicht sauber gearbeitet. Und das sieht man an mehreren Stellen. Auch so Pünktchen, so komische Schürfungen und so. Das ist nicht ganz so schön. Und ganz perfekt sitzt auch der Hitman auf dem Sessel nicht. Ihr seht, die Arme sind nicht wirklich auf der Lehne drauf. Und auch hinten lehnt er sich nicht wirklich an. Auch hier der Arm. Der hängt leicht in der Luft. Aber das sieht man, wie gesagt, nur bei Namen, bei Näherung rangehen. Hier am Hemd ist auch ein bisschen unsauber. Ich weiß nicht, ob man das alles so weit erkennt. Hier ist ein Fleck drauf und so. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können bei der Bemalung. Das Gesicht auch noch mal etwas nah. Sehr winzige Augen. Und hier eben diese weißen Flecken, das war jetzt ein Flusen. Ein bisschen habe ich schon abgekratzt, weil hier auf dem Kragen waren ganz viele weiße Punkte. Die konnte ich so ein bisschen abkratzen. Auch hier sieht man aber diese leichten Schlieren, die sind überall. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier am Hosenbein ist, das eigentlich sehr stark. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Hier sind überall so leichte Schlieren. Auch hier die Naht am Kopf, ich weiß nicht, ob man so erkennen kann, die ist nicht wirklich ordentlich gemacht, also da hätte man ein bisschen mehr schleifen können und so. Man sieht also, dass der hier vorne aufgeklebt wurde. Nur, wie nun auch mehrfach erwähnt, von Weitem sieht man das überhaupt nicht und da sieht das richtig cool aus und ich bin wirklich froh, den jetzt in meiner Sammlung bzw. demnächst bei mir auf meinem Schrank stehen zu haben. Ich denke, der wird vorne am Fernseher oder so direkt einen Platz bekommen, damit ich den auch immer im Auge habe, weil das ist schon so ein richtiges Eye-Candy. So.
Okay, das war's dann jetzt auch mit meinem kleinen spontanen Hitman-Unboxing. War ja auch ein recht spontanes Geschenk. Und jetzt jedenfalls werde ich den guten mal wieder sicher verpacken und schauen, dann, wenn ich daheim bin, wo ich den denn bei mir platziere. Der bekommt auf jeden Fall ein besonderes Plätzchen. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr, als meiner Süße nochmal richtig Danke zu sagen. Ja. So, Frau, komm her. Du kauf mir noch mal so was Teures, ne? Ich würde es immer wieder tun. Immer wieder. Und jetzt wird gezockt. Ja, endlich. Good luck in your shoes. Ja, und da haben wir ihn. Den noch recht jungen Hitman. Ah, wir versuchen es nochmal mit diesem Arbeiter. Ja. Warum steht da eigentlich Genickbrechen, wenn es nur eine Trainingsmission ist? You put on his clothes. Okay, ich werde dann jetzt mal das Spielchen ein wenig weiter genießen. Also, macht's gut und ciao. Ah, schon verdächtig. Ja, ist schon wieder zu Ende. Also, ich hätte die Kamera ja weiterlaufen lassen können. Also, wie anfangs erwähnt, man hat tatsächlich nur zwei Testlevel. Wobei der erste Testlevel wird zweimal gespielt. Einmal unter anderen Voraussetzungen, also die gleiche Mission auf diesem Holzschiff. Wird nochmal gespielt. Man muss wieder das gleiche Ziel erledigen, nur soll es auf andere Art erledigen. Und dann gibt es eine Abschlussprüfung und danach dann eine erste Mission. Mehr ist da nicht drauf. Das hat man eigentlich recht bequem an einem Nachmittag durchgespielt. Wobei ich die Testmission, also die quasi zweite, also wo man die erste nochmal wiederholen musste, unter anderen Voraussetzungen, die fand ich schon recht knifflig, weil man eben verschiedene Voraussetzungen hatte und die zu erfüllen, ich habe es jetzt auch nicht alle erfüllt, aber da waren einige bei, die mich schon so ein bisschen ins Schwitzen gebracht hatten und ich musste so einige Male neu starten. Die Hauptmission dann dagegen, die optisch richtig toll aussieht, also wirklich, das spielt in so einer Villa, wo so eine Modeshow veranstaltet wird oder Schloss oder so, das sieht richtig toll aus. Grafisch, die ganze Kulisse und so, es gibt jede Menge zu entdecken, wirklich klasse gemacht. Bei den Gästen nur habe ich mir gedacht, auf einer echten Modeshow würden jetzt so viele Damen auf dieser Veranstaltung, die da eingeladen sind, nicht die gleichen Kleider tragen, weil es klar, es tragen doch sehr viele die gleichen Klamotten. Also es sah optisch schon sehr schön aus, aber ich fand eben die Hauptmission fand ich einfacher als anfangs diese Einstiegslevel oder diese Testlevel, wo man diese Prüfung abschließen musste. Die Hauptmission, die ging eigentlich recht easy. Auch da kann man verschiedene Wege gehen und ich durfte dann auch mal als Hitman auf dem Modelsteg und so. Also es war schon ganz cool gemacht. Nur es ist echt wenig. Also das kann man in 2-3 Stunden durchspielen. Und da sitzt man dann da und darf jetzt einen Monat auf den nächsten Teil warten. Erfreuen wird wohl jene, die beim letzten Teil gestört hatte, dass man da öfters mal die Waffe einsetzen musste. Das muss man hier tatsächlich nicht. Ich habe eigentlich auch bis auf diese erste Testmission, da sollte man am Ende halt das Ziel mit der Waffe erledigen, habe ich aber ansonsten keine Waffe eingesetzt und wollte es auch nicht, weil es eben viel mehr Spaß machte, rumzuschleichen, sich zu verkleiden und so. Was ich ein bisschen vermisst hatte, wenn man dann eine Kleidung anzieht von Polizisten oder dergleichen und der geht dann zum Beispiel am Polizisten vorbei, dann hat der früher in Absolution ja immer so diese Hand so gemacht, damit man ihn nicht so erkennt. Das ist jetzt nicht mehr. Man läuft einfach so dran vorbei. Man muss so ein bisschen Abstand nehmen und ein bisschen schneller gehen, aber er nimmt nicht mehr diese Deckung. Ich fand das eigentlich immer ganz witzig. Das ist jetzt nicht mehr hier so. Ansonsten cooles Spiel, aber der Einstieg fiel mir ein bisschen schwer, weil am Anfang nicht alles so wirklich perfekt erklärt wurde mit den Funktionen der Tastenbelegung und so. Da fand ich Absolution einfacher. Das habe ich so in einem durchgespielt damals. Naja, jetzt jedenfalls sitze ich hier und darf warten, bis der nächste Teil kommt. Ja, na gut, so viel dazu. Also, jetzt ist aber echt Schluss. Also, mach's gut, bis dahin.